Ah. Alter, die nimmt. Hallo! Jawohl, fahr gegen eine Mauer. Sicher. Ich glaube, die Mauer ist ein bisschen stärker als du. Meine Güte, warum fahren hier so viele Bullen rum? Also, im 11. Kapitel, wenn ich hier da mal die Bullen brauche, der taucht natürlich gar nicht auf. Warum sollten sie auch? Naja. Regen wir uns nicht auf, es lohnt sowieso nicht. So. Also, jetzt gehen wir mal hier in unsere Butze rein. Und hauen uns mal voll konkret aufs Bett. So. Und jetzt bimmelt das Telefon. So. Dann werden wir mal ans Telefon gehen, ne? Wir sind ja nicht so. Hallo? Hallo? Ja, spreche ich mit Vito? Wer will das wissen? Ich bin Leon, der Barkeeper vom Lone Star. Ich habe deine Nummer von Joe Barbaro. Er sagt, du bist ein Freund von ihm. Ja, was ist mit ihm? Der gute Joe hat die ganze Nacht nur vom Feinsten gebechert. Dann hat er was von einem Marty gefasselt und seitdem ist ziemlich ungemütlich mit ihm. Wovon reden Sie? Dein Freund hat sich nicht mehr im Griff, Mann. Er fuchtelt mit der Kanone rum und keiner kann ihn zur Vernunft bringen. Ach, toll. Ich will kein Ärger mit euch, Jungs. Kannst du wieder herkommen und diesen besoffenen Sack vom Barhocker kratzen, bevor er noch jemand abknallt oder irgendjemand die Bullen ruft? Vito, holst du jetzt deinen beschissenen Freund ab? Kann ich mit dir rechnen? Okay, ich komm vorbei. Und hey, geben Sie ihm keinen Schnaps mehr, bis ich da bin. Ich versuch's, aber dein Freund, er wird damit nicht einverstanden sein. Ja, ja. Wenn Sie den Hahn nicht sofort zudrehen, drehe ich Ihren ab. Haben wir uns verstanden? In Ordnung, Mann. Aber beeil dich. Wie viele sind noch in der Bar? Ich bin mit ihm allein. Dein Freund ist ungefähr seit einer Stunde hier und hat alle anderen vertrieben. Oh, okay, schließen Sie ab, bis ich da bin. Dauert nur ein paar Minuten. Alles klar. Danke. Bitte. Rechnung gibt's später. So, jetzt trinken wir mal eben eine Cola. Dankeschön. So. Einmal. Hallo. Ja, komm hier. Nehmen wir mal normale Klamotten. Ich muss dann immer mein Mafia-Outfit hier rumlaufen, ne? So. Und dann holen wir mal unseren Pümpel da ab. Auch wenn er gleich wieder Scheiße baut. Weil da wird nämlich gleich noch einer drauf gehen. Und das ist nicht so schön. Ja, ja. Joe im besoffenen Zustand ist eine eigene Waffe für sich, kann man sagen. Wie ihr das gleich sehen werdet. So. Ja, und falls ihr euch noch daran erinnern könnt, hier im Lone Star haben wir ja das eine Auto geklaut. Beziehungsweise, das war ja unsere allererste Aufgabe hier im Spiel. So. Hallo. Ich bin da. Vito, endlich. Also gut, wo ist er? Da drüben in der Ecke. Ich habe versucht, ihm nichts mehr zu geben, aber der Saukerl wollte mir den Laden zertrümmern. Böser Joe. Okay, schließ ab und gib mir eine Minute. Ein bisschen zu tief ins Glas geschaut, hä? Wie geht's dir? Vito, da bist du ja endlich. Die anderen sind schon alle gegangen. Tja, Joe, warum wohl? Oh. Genau. Im Auto hier? Hab ein Taxi genommen. In der Gegend würde ich doch mein Auto nicht parken. Okay, trink aus, wir gehen. Ihr wollt gehen? Okay, Martin. Ich lass euch raus. Auf dein Wohl. Hast dich tapfer geschlagen. Scheiße, wo sind denn meine Schlüssel? Tut mir so leid, Junge. Das hätte nicht passieren dürfen. Das hätte nicht passieren dürfen. Verflucht! Tu die Scheiße Narre weg, bevor noch was passiert. Oh. Sag mal, hast du sie noch alle? Was soll der Scheiß, du Vollidiot? Ich wollte nur... Was wolltest du?
Halt dein blödes Maul und schaff deinen versoffenen Arsch hier raus. Schon gut, schon gut. Komm ja schon. Der ist nüchtern, der ist voll konkret nüchtern, aber hundertprozentig. So, du Arsch, geh mal zur Seite, ich nehme mal eben das Geld hier mit. $69, das ist gut. So. Jetzt nehmen wir uns eben hier die Leiche, die müssen wir nämlich gleich noch in den Kofferraum packen. Meine Güte, was der Joe wieder für eine Arbeit hier macht, das ist nicht wahr. So. So, genau, macht die Butze zu. Jetzt könnte es nur ein Problem werden, wenn ich jetzt von den Bullen verfolgt werde. So, ich fahre jetzt mal unten lang. Ist mir ein bisschen sicherer, vielleicht klappt das ja. Das war klar. Polizei will dich festnehmen. Uff. Klar, ich habe ja auch jemanden umgebracht. Wenn, nimmt doch bitte meinen Kumpel Joe fest und mich lasst ihr bitte mit der Leiche laufen. Wieso will ich eigentlich die Leiche behalten? Naja, jetzt sind sie sowieso weg. Also jetzt, jetzt könnt ihr auch wegbleiben. Ihr bleibt jetzt sowieso weg, also von daher. Hallo? Wollen wir so scheiße fahren hier, meine Güte. So, du Pümpel, jetzt fahren wir mal ein bisschen schneller, ja? Wir müssen nämlich einen versoffenen Pümpel nach Hause bringen. Und dann müssen wir die Leiche entsorgen. Oh, Joe, so geht das mit dir nicht weiter. Aber ich konnte irgendwo den Radiosender wechseln, oder? Ah. Ich habe das Knöpfchen gefunden. Gute Laune Musik, das passt. Ich sollte nicht zu schnell fahren. Ich glaube, ich sollte mal ein bisschen bremsen. Hui! Hallo! So! Na, dann haben wir das 10. Kapitel ja auch gleich fertig. Sehr schön! Ja, die Aufnahme, die läuft jetzt auch fast schon wieder 2 Stunden. Das ist Wahnsinn, wie schnell die Zeit umgeht. Oder 1,5 Stunden. Ach, keine Ahnung. Upsala. Jedenfalls habe ich jetzt dann die 2 Kapitel erledigt. Also ich denke mal, das 11. Kapitel werde ich auch noch hinten dran hängen. Weil das 11. Kapitel, das ist, ist zwar nicht lang, aber meiner Meinung nach ist das eine... Naja gut, die schwerste Mission ist es noch nicht, aber... Gut, wir sind da. Erschieß bitte keinen auf dem Weg zur Haustür, ja? Danke, Peter. Und hey, tut mir leid. Hör mal, ruf mich morgen an, ja? So, beseitige die Leiche, lass dich dabei nicht erwischen. Okay, dann bringen wir den zu Bruskis Schrottplatz. Ja, jetzt nochmal auf die Mission 11 zurückzukommen, beziehungsweise Kapitel 11. Das einzige Problem, was ich da immer habe, ist halt, wenn ich, obwohl, das seht ihr ja da. Ich will jetzt da noch gar nicht weiter so drauf eingehen. Und im 14. Kapitel, da wird es auch noch so einen Teil der Mission geben, wo ich so ein paar Probleme habe. Und, ja, das könnte dann vielleicht noch ein bisschen länger dauern. Aber ich werde versuchen, das schnellstmöglich auf die Reihe zu kriegen. So. Okay, wir nehmen hier wieder die altbekannte Abkürzung. Hallo! So. Wunderbar. Hier einmal so meinen kleinen Schleichweg hier hinten rum. So. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Wow. Hilfe. Ich drücke immer noch E beim Aussteigen.
Obwohl ich ja auf F aussteige, also... Ach, verdammt. So. Geh nach Hause. Ja, wir versuchen's. Nee, komm, schlag die Scheibe ein. Danke. So. Dann starten wir mal ab nach Hause. So, wunderbar. So. Ach, die Musik, die ist auch schön. Herrlich. Achso. Ja. Ist egal. Ich hau ab. Mal gucken, ob sie hinterherkommen. Hui! Das macht Spaß! So. What the fuck? Ich hänge hier fest. Okay. Lassen Sie mich bitte in Ruhe. Ich bin nicht interessiert, irgendwas hier zu unterschreiben. Lassen Sie mich bitte in Ruhe, hallo. Mann, die sind ganz schön anhänglich. So. Schubdi-dubdi-dub. Was machen die Bullen denn da? So. Hui. Jetzt versuchen wir aber ganz schnell hier wegzukommen. Aber das sieht man mal. Nicht nur bei Saints Row the Third sind die Bullen sehr nervig. Hier auch bei Mafia 2 sind sie genauso. Oh oh. Habt ihr kein Zuhause? Also ich meine jetzt die Bullen, nicht euch, meine lieben Abonnenten. So. Haha. Ja, gehst du bitte? Und einmal nach Hause. Sehr schön. Wunderbar. Nee, Leute, wisst ihr was? Ich werde jetzt erstmal einen Schnitt machen. Das reicht jetzt doch erstmal wieder. Das 11. Kapitel werden wir dann in der nächsten Aufnahmesession übernehmen. Das wäre dann Kapitel 11, ein Freund von uns. Villa Scaletta am 27. Juli 1951. So. Ist keiner zu Hause, ich liege im Bett. Wer zum Teufel ist das? So. Das soll es ja einmal von mir gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Über eine Bewertung und über einen Kommentar würde ich mich natürlich sehr, sehr freuen. Ja, wann es dann weitergeht, muss ich schauen. Sind da jetzt erstmal einige Parts, die ich wieder im Vorrat aufgenommen habe. Das ist natürlich wunderbar. Das soll es jetzt von mir gewesen sein. Ich sage tschö mit Ö und bis zum nächsten Mal. Ciao!